BCDE. Und dadurch, dass halt Honig Vitamine B, C, D und E hat, wirkt auch, wirkt es auch sehr. Dadurch, dass Honig auch Vitamine wie B, C, D und E hat, wirkt auch. Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein, ja, wie soll ich es nennen, so ein Honig-Video. Also ich habe ein Video, wo ich einfach euch zeige, wie ihr Honig am effektivsten nutzen könnt, damit es eurer Haut und auch euren Haaren zugute kommt. Da Honig mit Vitamin B, C, D und E wirklich ein, ich würde sagen, so ein Allrounder ist in der Natur, hilft es euch für wirklich diverse Probleme, die ihr habt. Auf jeden Fall 10 Tipps in diesem Video vorstellen, für was ihr alles Honig verwenden könnt. Ihr braucht da keine Angst zu haben. Honig ist ein natürlicher Feuchthaltemittel, es hydratisiert und hält eure Haut auf. Es wirkt antibakteriell sowie antiseptisch und es kann euch eigentlich gar nicht schaden, wenn ihr das auf eure Haut aufträgt. Außer ihr seid natürlich allergisch gegen Honig, das ist natürlich was anderes. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir auch am besten. Ihr könnt Honig als Cleanser verwenden. Das heißt, ihr nehmt 3 Teelöffel Honig und mischt das so ein bisschen entweder mit Teebaumöl oder irgendein anderes Öl, das ihr gerade da habt. Mischt es, gibt es so ein bisschen in den Kühlschrank, so circa, würde ich sagen, 20 Minuten. Nehmt es raus, wascht euer Gesicht, massiert das wirklich gut in die Haut ein. Lässt es so circa 5 Minuten einwirken und dann einfach mit warmem Wasser abwaschen. Ihr könnt Honig auch als Tages- oder Nachtcreme verwenden, wobei ich euch eher raten würde, es Nachtcreme zu verwenden. Das heißt, ihr mischt es einfach mit eurer regulären Nachtcreme, ein paar Tropfen von Honig und mischt es zusammen. Massiert es dann in die Haut ganz normal ein, wie eure Nachtpflege und wartet, bis das in die Haut einsinkt und dann seid ihr echt gut zum Schlafen. Und wenn ihr da früh morgens aufsteht, dann ist eure Haut viel, viel heller, noch viel, viel aufgepolsterter, würde ich jetzt sagen. Drittens als Maske, das verwende ich ja ich sehr gerne. Und zwar nehme ich einfach ganz normalen Honig und massiere das in meine Haut ein und lasse es so circa 20 bis 30 Minuten einwirken. Wenn ihr trockene Haut habt, würde ich sagen 20 Minuten. Wenn ihr eher so fettige oder Akne Haut habt, dann auf jeden Fall 30 bis 40 Minuten. Dann wascht es einfach ganz normal mit lauwarmem Wasser ab und dann ist natürlich eure reguläre Pflege drauf und es ist wirklich, es wirkt wirklich Wunder. Wenn ihr schnelle Ergebnisse haben wollt, dann würde ich euch raten, dass ihr das mindestens zweimal am Tag macht, also einmal morgens, wenn ihr aufsteht, und am Abend kurz vorm Schlafen gehen, damit ihr wirklich Ergebnisse sehr, sehr schnell seht. Dann Honig ist auch gut gegen Narben. Und zwar nehmt ihr so ein bisschen Honig und eine Prise Zimt, gemischt mit Muskatnuss. Ihr mischt das so ein bisschen und tupft das wirklich nur punktuell auf eure Narben. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel hier irgendwo eine Narbe habt, dann dementsprechend länger. Und ich würde euch dann raten, auch, dass ihr das so ein bisschen verbindet, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier irgendwo an dem Arm was habt, damit es halt nicht mit eurer Kleidung in Berührung kommt und lasst es einfach wirklich über die Nacht einwirken. Es wirkt wirklich wahre Wunder. Honig als Lippenpeeling und zwar nehmt ihr einfach ganz normal so ein bisschen Honig, mischt das mit Zucker und peelt dann wirklich eure Lippen. Und wenn ihr ganz spröde und trockene Lippen habt, dann würde ich euch empfehlen, so ein bisschen Vaseline mit Honig zu mischen und es kurz vorm Schlafengehen aufzutragen. Ihr werdet merken, dass morgens, wenn ihr in der Früh aufsteht, eure Lippen echt wie neu sind. Ich glaube, das wohl bekannteste ist ein Honigbad. Und da mischt ihr einfach so ein bisschen Honig mit Milch und Wasser natürlich und legt euch einfach hin. Und ich würde nicht sagen, dass sie länger als 30 Minuten bleibt, weil durch die Milchsäuren kann es sein, dass irgendwie so eure Haut irritiert wird. Also ich würde euch raten, maximal 30 Minuten, nicht länger. Sehr viele antibakterielle Inhaltsstoffe sowie Antioxidantien hat, wirkt eure Haut sehr, sehr, sehr strahlend und sehr, sehr sanft und weich. Wenn ihr trockene oder richtig spröde Haare habt, dann würde ich euch raten, eine Honigmaske für die Haare zu machen. Das heißt, mischt 1 Teelöffel Honig mit 3 Teelöffel Kokosnussöl und massiert es in die Haare ein. Ihr könnt da auch wirklich vom Ansatz bis zu den Spitzen, wie ihr wollt. Ihr massiert es dann einfach in die Haare ein, formt dann ein Dutt, lasst es ungefähr 30 bis 40 Minuten lang einweichen, würde ich jetzt sagen, und wäscht es dann ganz normal mit eurem Shampoo ab und wird merken, wie glänzend und sehr, sehr weich eure Haare dadurch werden. Honig könnt ihr natürlich auch aufs Haarfärbemittel wetten. Ja, ich hätte es selber nicht gedacht. Man mischt dazu ein bisschen Zitronensaft mit Honig und dementsprechend, wo ihr halt diese Highlights haben wollt, platziert ihr das und ich würde euch raten, das mit einem Wattepad aufzutragen und dementsprechend auf diese Stellen aufzutragen und circa so eine Dreiviertelstunde einwirken lassen und danach halt einfach ganz normal eure Haare zu waschen. Die ersten Ergebnisse merkt, würde ich euch raten, das 2 bis 3 Mal die Woche zu machen. Aber wenn ihr keinen Zitronensaft da habt, könnt ihr einfach nur Honig nehmen und dementsprechend einmassieren, aber es eine Stunde lang einwirken lassen und auch 2 bis 3 Mal, weil Honig enthält auch diese aufhellenden Wirkstoffe und dadurch wird halt in euren Haaren diese Produktion an, also nicht diese Produktion, sondern einfach
eure Haare dazu bewogen, dass sie heller werden. Ihr könnt Honig auch gegen Sonnenbrand verwenden und dazu gebt ihr einfach Honig auf die Stellen, die halt von der Sonne befallen worden sind. Lasst es einwirken. Dass Honig halt Vitamine wie B, C, D und E hat, wirkt es auch sehr antiseptisch. Ihr könnt Honig auch als Lightening- und Brightening-Maske verwenden. Dazu nehmt ihr, ich würde sagen, eine anständige Menge an Honig, ein bisschen Zitronensaft und gibt es auf eure Haut. Lasst es ca. 30 Minuten einwirken. Dadurch, dass es so ein natürlicher Feuchthaltemittel ist, hydratisiert und hält es die Haut auch auf. Ich würde euch nicht raten, zu viel Zitronensäure, vielleicht nur ein Spritzer Zitronensäure, das ist wirklich dann genug. Und ihr werdet erste wirklich Ergebnisse sofort merken. Also ich würde euch wie bei der Maske sagen, zweimal am Tag, wenn es geht. Wenn euch das zu viel ist, dann auf jeden Fall einmal am Tag, aber konsequent eine Woche durch. Ihr könnt Honig auch als punktuelle Anti-Pickel-Pflege verwenden. Und dann nehmt ihr einfach ein Wattestäbchen, tunkt das so ein bisschen in Honig und tragt es halt punktuell auf eure betroffenen Stellen auf. Über Nacht einwirken lassen und dann am Morgen ganz normal abwaschen. Nächsten Morgen werdet ihr dann auch merken, dass er nicht mehr so gerötet ist und dass er auch nicht mehr so sichtbar ist wie jetzt vorher. Leute, das war jetzt nun mein Video über Honig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, weil ich natürlich auch ein paar selber schon ausprobiert habe. Ich würde euch fragen, wie hat euch das Format gefallen? Gefällt euch sowas? Weil ich hätte noch sowas über Rosenwasser. Ich bin ja ein totaler Rosenwasser-Fan. Ich mag ja Honig, Rosenwasser und Aloe Vera. Das sind so meine drei wirklich natürlichen Mittel, die ich auf meine Haut verwende und von denen ich wirklich sehr, sehr überzeugt bin und auch wirklich schwören kann, dass sie was helfen. Videofrage für dieses Video wäre einfach, kanntet ihr schon ein paar Tipps oder ist es für euch wirklich komplett Neuland? Ich würde mich natürlich wie immer über Daumen hoch freuen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao!